Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der Closed Beta von Generation Zero. Ich gucke jetzt heute Abend mal eben solo rein, allerdings im Stream. Und Samstagabend dann zusammen mit Alua, Eugene, Van Dale und Ahn. So, bis ihr das seht, ist aber schon zu spät. Ist halt so. Ich starte es einfach mal. Einfach mal angucken. Select Character. Hallo? Ich hatte mir hier schon mal einen erstellt. Einen Charakter. Den kann ich keinen Namen geben. Okay. Wir können uns aber neuen erstellen. Können wir mal einen machen. So. Auswahl hier zwischen Male und Female. Ich erkenne da jetzt gar keinen großen Unterschied bei der Matte. Ist doch ein Scherz, oder? Also ich kann euch versichern, die Mädels in den 80ern haben besser ausgesehen irgendwie. Das gibt's doch gar nicht. Starting Outfit. Da erkennst man aber kaum einen Unterschied, oder? Ja, ich meine, gut, schon ein bisschen. Aber es ist doch Unisex-Frisur, ja, jo, besser. So. Gibt hier irgendwie verschiedene Outfits, irgendwie, was ist das? Hip-Hopper, Greaser. Popular. Der unterscheidet sich dann aber ein bisschen von. Da hat sie den Rock an. Okay, passt ja. Und den Nerd. So. Und den Metalhead. Die sehen ja wirklich genau gleich aus. Dann kann ich ja meinen vorgefertigten Charakter. Nee, den will ich aber nicht. Doch. Ach, das hat er sich gemerkt, wo ich bin. Exit to Main Menu. Okay. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja neu anfangen. So sieht das aus. Okay, das ist sehr interessant, dass wir dann verschiedene... So, also ich nehme wieder den Punk hier. Ich nehme den blass. In dem Style auch. Den finde ich super, super, so wie der ist. So, irgendwo im in der Ostküste Schwedens, November 14.1989. Du und einige deiner Klassenkameraden waren ein paar Tage im Archipelago und weit außerhalb, also so, ne, abgeschnitten von der Welt. Und als sie zurückkommen, wurde unser Boot eben von explosiven Projektilen getroffen, die irgendwie von der Küste abgefeuert wurden. Und wir wissen nicht, was gefeuert worden ist oder warum. Aber wir haben es irgendwie geschafft, an Land zu kommen, verletzt, aber lebend so. Es ist ein Koop-Spiel, 1 bis 4 Spieler. Ich bin jetzt halt gerade alleine. Follow the road to look for a safe place. Hier ist es also nicht sicher irgendwo so. Okay, so. Optisch sieht es sehr schön aus. Okay, in Ultra habe ich immer noch 86 bis 72 FPS, das ist sehr schön. In High habe ich 144. Das war, also bin da beeindruckt irgendwie, was die FPS angeht. Okay, ich habe eine schöne Taschenlampe, ist ja lustig. So, könnt ihr ein paar Sachen durchsuchen. Ich bin gespannt, ob überall immer der gleiche Loot drin liegt oder ob es unterschiedlich ist. Wie gesagt, ich bin nicht weit gekommen, ich habe nur ein paar Minuten reingeschaut irgendwo so. Jetzt im Dunkeln sieht man eigentlich die Schönheit gar nicht so richtig. Die wir da in dem Loot Crates, Weapons 1.1. Eine Loot Crate hatte ich vorhin schon geloot. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Collectible Pickup, okay. Also für die Sammler unter uns scheint hier auch irgendwas zu sein. Ich weiß nicht, wofür diese Collectibles sind. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber dann jedes Mal E drücken ist aber auch irgendwie... Wenn du hier einen ganzen Raum voll hast. Das sind da Mausefallen, oder? Muss aber genau rübergehen, sonst macht das nicht. Okay, wofür auch mal das ist, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier gefunden? Ein Lockpick, ein Zielfernrohr und nochmal. Dietriche Lockpicks sind das ja. Okay, ah, da ist noch einer. Ich weiß nicht, was uns das einbringt, ob uns das irgendwelche... Offensichtlich kriegen wir ein Level ab dadurch. Ist ja interessant. Hat er eben gesagt, dass ich schon Level 4 bin? Hat er sich das dann gemerkt, dass ich es vorhin gespielt habe? Ich habe aber einen neuen Charakter angelegt. Das ist ja schon komisch. Auf
offensichtlich. Ach komm, den letzten will ich hier auch noch haben. Der muss ja hier irgendwo rumliegen. Der wird doch auch in diesem Raum sein. Weil ich hatte die vorher überhaupt noch nicht bemerkt. Einer muss er hier noch sein. Aber eigentlich wollte ich mich jetzt darum gar nicht kümmern, sondern eigentlich wollte ich das Spiel zeigen und nicht die Collectibles einsammeln. So sieht's aus. Dann lassen wir die mal weg. Ach, warte mal, guck mal. Die können wir zumindest wegschieben. So, ich vermute mal, dass wir hier entweder gewohnt haben oder jemand anders hier wohnt. Taschenlampe haben wir aufgenommen. Eine etwas bessere jetzt anscheinend. Das ist lustig. Normalerweise weist dir hier ein Tutorial den Weg, wo du hingehen sollst. Das macht es jetzt gerade gar nicht. Als ich das erste Mal gemacht habe, hat mir ein Tutorial den Weg gewiesen. So, ich habe hier Schuhe gefunden. Zwei First Aid Kits. Und eine andere Jacke. Und die kann ich auch direkt gleich anziehen. Der Loot scheint immer etwas anders zu sein. Als ich das letzte Mal, als ich vorhin hier drin war, habe ich Haare gefunden. Collectibles, Tutorials, Profile. Du kannst dich nämlich hier nachträglich umziehen, irgendwie so. Du kannst... Ah, das sind die Haare, die ich gefunden habe. Ah, das ist charakterübergreifend dann anscheinend. Ich könnte also hier meine Frisur nachträglich ändern, wenn ich das Lust dazu habe. Wo habe ich denn hier eben was gefunden? Ein Jacket. Könnte die auch anziehen, aber das passt ja überhaupt nicht zu ihm irgendwo so. Also lassen wir das erstmal. Picked up Lockpick, Herbin? Picked up... Oh, der hängt ein bisschen hinterher. Okay, eine Handwritten Note haben wir aufgenommen. Und da habe ich vorhin schon ein Problem gehabt, weil ich nicht gesehen habe, wo ich die gefunden habe. Das sind unsere Mission Objectives. Follow the road to look for a safe place. Eigentlich glaube ich, dass sich das Tutorial hier schon verabschiedet hat an der Stelle. Glaube ich. Ich glaube, der ist nicht damit klargekommen, dass ich das vorhin schon gespielt habe. Bin mir gerade bei der Beta nicht so sicher. Normalerweise hätte ich hier eigentlich Hinweise bekommen, wo ich überall hier hingehen soll. Und was ich aufnehmen kann, wie diese Knarre zum Beispiel irgendwie. Das ist sehr merkwürdig. Kann ich die... Nee, kann ich nicht. So, wir gehen mal nach oben. Oben sollten wir Munition für die Waffe finden. In diesem ersten Haus. Oder die Entwickler sind so clever und haben sich gesagt, pass auf, der hat das schon gespielt. Wir gehen ihn nicht nochmal mit dem Ghetto Blaster. Okay. Wir gehen ihn nicht nochmal mit denselben Sachen auf die Nerven. Das kann ich mir auch vorstellen. Picked up Salt zum Execution Plan. Ich habe es noch nicht rausbekommen, wo ich die Sachen lesen kann. Stats, Collectibles, Mixtapes. Ach, ich habe Kassetten gefunden. Okay. Kann man die auch abspielen? In der Boombox vielleicht, ne? Oder? Es wäre ja lustig, wenn man das könnte. Assigned to Slot. Die kann ich zumindest... Okay, mal gucken. Team. Oh, Scheiße. Nein. Mach das weg. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Kann man den denn... Kann man es denn jetzt... Ja, okay, es hat aufgehört, ein Glück. Ey. So. Hier haben wir Binoculars gefunden. So, die müssen wir jetzt zu einem Slot assignen. Ich finde das komisch, dass das Tutorial jetzt weggeblieben ist. Wir können ja auch direkt reinziehen. Mit vier hier. Und dann können wir da durchgucken. Da drüben finde ich Munition. Ich bin momentan total überrascht,
dass sich das Tutorial verabschiedet hat. Sowas kenne ich gar nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Bug ist. Ich kann ihn auch nicht nochmal aufnehmen, ne? Nee. Habe ich jetzt Shift gedrückt oder warum kann ich meine Waffe nicht mehr in die Hand nehmen? Ah, geht doch. So, lass uns da vorne mal Munition nehmen. Ich bin gespannt, ob sich das Spiel leicht wieder einkriegt. Oder nicht. Ich bin dann auch jedenfalls, da hat das Tutorial, glaube ich, auch aufgehört. Hier liegen, hier liegt irgendwas Mysteriöses rum. Dieser verbrannte Roboter. Man kann den Wagen untersuchen. Oh, da liegt doch noch was auf der anderen Seite. Und hier ist Munition, die wir brauchen. Und da habe ich am Anfang ein bisschen zu gebraucht. Ich kann hier sagen, attached to weapon, und er fragt zu welcher Waffe und ich will sie zu der Möller zuordnen. Und erst dann hast du überhaupt Munition. Einfach nur so R drücken geht nämlich nicht. Okay. So, und jetzt können wir ja frei laufen. Also weiter hatte mir das Spiel auch nicht gezeigt. Ich weiß nicht, wie teuer es sein soll. Habe ich auf dem Öststand noch nicht geschaut irgendwie. Interessant. Ja gut, geht sogar das Licht an, wenn du das Auto aufmachst. Ne? Handschuhe, noch ein First Aid Kit, alles klar. So. Ich glaube, wir looten hier erstmal ein bisschen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Take all. Ich kann ja mal Taschenlampe anmachen. Das kann ja jetzt auch nicht schaden. Dann sieht man wenigstens ein bisschen mehr. Ach, das geht gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt der endgültige Loot ist oder ob das quasi noch der Beta-Loot ist, weil man momentan anscheinend sehr viel ähnliche Sachen findet. Safe House unlocked. Kann es sein, dass das Spiel gerade sehr stark hinterherhängt irgendwie? Ich hatte es vorhin nicht. Es ging alles problemlos. Okay, ist nichts drin. Dann lass uns dann mal ein bisschen... Ich bin gespannt, wann es hell wird. ich finde bestimmt bald einen Zauberwürfel. Das glaube ich auch. Ich kann mal den Chat anschalten hier. Ach, der ist ja an. Okay. Na komm. Ich habe eben rausgetappt und wieder reingetappt. So, Licht machen wir mal aus. Und dann bin ich einfach frei runtergelaufen. Dann kam irgendwo... kam dann hier ein Gegner. Habe ich denn Settings? Habe ich hier irgendwas ausgeschaltet? Game? Tutorial Hints? Mission System on? Sollte eigentlich klappen. Ich weiß gar nicht, wo ich einen Gegner gefunden habe, aber hier kam dann irgendwie so ein Roboter, den habe ich abgeschossen. Und dann kam ein zweiter und dann habe ich aufgehört. Hier oben war es nicht, aber es ist ja Open World. Und wenn man sich die Karte mal so anguckt, dann ist die recht groß. Da vorne ist eine Kirche. In die Richtung könnten wir eigentlich mal versuchen hinzukommen. Würde ich sagen, oder? Iterix, Safe House. Okay. Da können wir hingehen. Können wir uns hier einen Marker setzen? Place Waypoint. Okay, das ist doch schon... Ah, das ist gut. Dann gehen wir doch mal in die Richtung. Doch, genau die Richtung war das auch. Da vorne ist irgendwas. Der letzte sah aber anders aus. Der hat rot geleuchtet. Ach, wenn er mich entdeckt hat, hat er rot geleuchtet. Ich habe dann mal vom Spiel auch eine Warnung bekommen, dass mich das Ding entdeckt hat. Kann ich mit Steuerung in die Hocke gehen, ja.
Und einer liegt auf der Straße. Schleichen wir uns dann mal rüber. Ja, Angstgefühl habe ich jetzt gerade nicht. Aber soll man ja auch nicht unbedingt gleich haben. Ich glaube, das ist bestimmt noch schwieriger nachher. Vielleicht, ich weiß auch noch nicht, ob das angepasst ist, wenn vier Leute das spielen irgendwie. Oh shit, so stark hatte der mir aber voll nicht zugesetzt. Ich würde ganz gerne mal eben so eine Bandage nehmen. Okay, alles klar. Wie kann ich denn meine Hauptwaffe wieder anlegen? Also mit Scrollrad geht's nicht. Die Primary Weapon, wie mache ich das denn? Sidearm. Na doch, auf 3, okay. Hätte ich auch denken können. So, wo ist der Typ? Da vorne ist er. Also der vorhin war nicht so gut zu Fuß unterwegs. Das weiß ich aber ganz sicher. Ich glaube, der war schon schwerer. Bin mir nicht sicher. Der war schon schwerer. Und dann kam irgendwie plötzlich ein zweiter an, als hätte er Hilfe geholt. Sieht jetzt nicht so aus. Soll uns recht sein. Dann gehen wir hier mal querfeld einen weiter. Ich nehme nochmal Bandage. Ich hatte mich schon gewundert, warum finde ich denn so viele Bandagen? Aber ja, braucht man wohl doch. Wenn man Pech hat. Okay. Und ich habe auch keine Idee, wann Tag wird oder sowas. Da ist ein anderer. Die Musik ist aber auch schon unangenehm auf den Ohren. Also die ist cool, aber... Verdammt, das war uncool. Er hat jetzt Hilfe geholt. Der ist zu sehen... What the heck? Sag mal, wie weit kannst du denn gucken? Lass das mal. Ah, jetzt haben sie sich wieder beruhigt. Jetzt sind sie aber noch aufmerksam. Alles klar. Aber jetzt zwei direkt nebeneinander ist auch nicht so cool, ne? Vielleicht sollte ich erstmal weniger Krach machen und die... Na? Wow. Tag wird, wenn die Sonne aufgeht. Ist das so? Das ist ja geil. Echt? So haben die das gemacht? Das ist, finde ich, eine ganz geile Idee irgendwo. Das sieht man so selten. Okay. Momentan bringen die anscheinend nur Munition als Loot. Es waren noch drei hier, oder nicht? Wo ist denn der dritte?
keine Ahnung, ist mir zu dunkel. Ich lasse die Taschenlampe mal auf, ich mache die mal für euch an. Kann nicht schaden. Was haben wir denn da? Make-up, Fireworks. New Mission, Hunter. Aha, Letterboss sind to Hunter living in Björknas on Iboholmen. Okay, maybe. Geht's schneller? Log. Missions. Sanctuary. Ach, das sind die Briefe, die ich von. Ach, hier, das ist Dawn. Doch, der merkt sich das. Der merkt sich das über alle Charaktere, was man schon gemacht hat. Die hatte ich erledigt. Okay, dann würde ich mal versuchen, ob ich morgen für morgen mal die Spielstände löschen kann oder sowas. The Hunter. Find the Hunter's House in Björknas. Okay. Okay, da wird wahrscheinlich eine bessere Waffe drin sein, weil es ja ein Jäger ist. Und Sanctuary. You are now armed and can defend yourself. However, it would be good to have a safe location to hold up and then return. Ah, okay. Follow the road. Led to follow the road to look for a safe place. Den Safe Place haben wir hier gefunden. Also da kommen wir jederzeit hin, da passiert uns gar nichts in dem Haus. Okay. Aber wir wollen ja nach Iboholm. Aber es sieht gut aus, muss ich sagen. Es sieht interessant aus, ja. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann später nochmal komplett Multiplayer wird oder auf alle Fälle erstmal Koop. Mit 4 Leuten. Und wie gesagt, läuft super stabil. Also echt schnell. Ich bin mal gespannt, wie schnell das tagsüber ist. Aber ich kann mich hier drehen ohne Ende. Ist kein Ruckler, gar nichts drin. Okay, Sanctuary. Ich soll die Kirche untersuchen. Ich mach mal die Lampe wieder aus. Ich habe das Gefühl. Die sehen mich irgendwie auf. Na, ich lasse sie mal für euch an. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mehr mit Schleichen arbeiten. Weil immer alles abknallen ist nicht unbedingt immer die Sache. Da vorne sind 3 von den Maschinen. Und wir sollen ja. Ja. Ich hatte übrigens 22 Maschinen. Ja. Ja, dass es PvP ist, würde ich auch nicht ganz so gut finden. Der muss mich ja gesehen haben da vorne. Der ist ja neugieriger geworden. Oh shit. Echt, warum? Ich hab das gemacht. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht alle hinterher. Oh, wie weit willst du nur noch schießen? Kann er durch Bäume schießen? Ist ihm relativ egal. Na gut, dann müssen wir sie doch erstmal. Kein gutes Terrain mehr für mich. Oh, verdammt. Okay, das ist schon auch noch ein mit denen. Die kommen ja echt weit hinterher. Und treffen wohl auch sehr gut. Wir laufen mal einen Kreis hier. Gibt es sowas wie Ausdauer im Spiel? Nee, glaube ich nicht. Weiß nicht. Sieht nicht so aus. Ist auch ganz okay. Muss nicht mal Ausdauer geben in Spielen, finde ich. Vielleicht können wir sie umlaufen oder sowas. Meine Güte.
Okay, wir haben sie jetzt alle weggelockt. Das war Taktik, natürlich. Wir brauchen dringend mal eine bessere Waffe. Was dann da? Okay, ich soll die wahrscheinlich durchsuchen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht alle hinterher. Okay, ein anderes Käppi gefunden. Ich frag mich, wofür ich die New Mission. You find a note on a hastily scribbled message. Z read more. Ah, Z read more. Achso, okay, dann springe ich dahin. Das ist das, was ich gefunden habe. Someone hit there. Okay, die Familienwaffe wurde hier gefunden. Für den versteckt für den Sohn, damit er sie findet. Okay. Old Baton. In a secret place. Okay. Irgendwo in der Kirche wurde eine. Das gehört, glaube ich, noch quasi zum Tutorial, damit man überhaupt am Anfang erstmal an bessere Sachen rankommt. Denke ich mir mal. High Explosive Dual Purpose. Birdshot Ammo. Okay. Wir nehmen das mal alles mit. Von der Idee her muss es ja für vier Spieler reichen. Na, okay, jetzt haben wir wieder den Ghetto Blaster aufgenommen. Alles klar. Pass auf, wir gehen erstmal so durch. Und dann gucken wir uns die andere Seite nochmal an. Also mit vier Leuten können mir die Kids unterm Strand schon knapp werden, ne? Was es hier mit diesen ganzen optischen Items auf sich hat, kann ich doch gar nicht sagen. Halsketten. Ich sammle die einfach erstmal so ein. Wie gesagt, scheint auch irgendwie was für die Sammelleidenschaftler unter uns da zu sein. Mache ich mir nicht so viel draus. Nein, das machst du da mal wieder zu. Ich habe aber auch noch nichts. Auf, was ist das denn hier? Achso, Firework. Firework. Da könnten wir die ja natürlich mal mit ablenken. Nehmen wir die doch mal auf Platz 7 hier. Fireworks. Und vielleicht können wir die auch mit dem Ghetto Blaster ablenken. Adrenalin. Hört ihr das? Da draußen rennt doch was. Hier rennt doch so ein Bot draußen rum. Das ist aber auch noch annehmen. Und Ghetto Blaster kann man anscheinend überall mitnehmen. Das mache ich jetzt aber nicht. Da habe ich nicht so richtig den Bedarf. So. Wieso bin ich denn im Kampf? Warum? Jetzt wurde ich glatt mal eben kurz nervös. Okay, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier ist eigentlich nichts. Und ich bin echt gespannt, ob es vielleicht... Alles klar, da haben wir sie. 243 Softpoint Ammo. Und was braucht die Knarre? Was braucht den 12 Gorge Pump? Was? Attached to weapon. Ja, kann ich dann natürlich noch nicht attachen, das ist klar. Okay, eine Schrotflinte. Kann man mitnehmen. Kann man mal mitnehmen. Ein bisschen hinterher, ne? Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder im Kampf bin, aber
gucken wir nochmal auf die Karte. Wo wollen wir da hin? Wir sollten in die Kirche. So. Skills können wir irgendwie auch verteilen. Was können wir denn hier machen? Aim down, side speed. 5 Skill Points können wir verteilen. Das kostet 1. Okay. Provided increase of speed of. Okay, reloading time, support. Also kannst du, wenn du mit 4 Leuten spielst, kannst du dich anscheinend in 4 verschiedene Skillbäume spezialisieren. Ne? Kampf, Support, hier. Ich kann weiter werfen. Das ist interessant. Und hier kommen halt noch andere Sachen. Flanking, Enemy Marking, Designated Last Man Standing. Okay. Throw Distance. Ach, das ist die, wie genau man wirft und das ist, wie weit man wirft. Ausdauer. Anscheinend gibt es doch Ausdauer im Spiel. Sonst würde man die ja nicht erhöhen können. Und dann wie schnell die Ausdauer, vielleicht ist die Ausdauer jetzt noch nicht drin. Mir ist eben kein Ausdauerbalken aufgefallen irgendwo so. Und Tech. Increase the amount of information provided when spotting. Okay, also kann man wahrscheinlich Gegner ausspionieren und dann kriegt man Informationen wahrscheinlich über Schwachstellen oder sowas. Hipshot Accuracy, Weapon Recoil, Waffenrückstand, Reload Speed, Run and Gun, lowers the negative firing while moving. Okay. Ich glaube, ich gehe erstmal da drauf. Okay, und es gibt eine Gasresistenz. Oder man weiß nicht, wann die Ausdauer zu Ende ist. Das kann natürlich auch sein. Ach, da kann ich jetzt 2 reinpacken. Ah. Das ist das Max-Level. Increase the arm. Ah, XP. Dann kriege ich mehr XP dafür. Das macht doch Sinn, ne? Wenn ich mehr XP kriege, oder? Okay, alles der. Na, ich heb mir den 1-Skill-Punkt mal auf. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir haben jetzt noch Lock, The Hunter, Find the Hunter House called Björknas. In Überholm, da sind wir ja. Okay. Ich würde aber sagen, ich nehme es ja auch auf. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ich cutte hier mal. Und dann gucken wir uns den Rest mal in der nächsten Folge an. Also ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wann es rauskommen soll, aber es ist ja die Beta. Und eine Beta ist ja dann schon relativ nah am fertigen Release meistens. Es heißt 2019, aber es kann ja auch im Januar oder Februar dafür sein. Ich habe mich da offen gestanden nicht genau schlau gemacht, wann es denn kommen soll. Aber auf mich macht es einen guten Eindruck bisher. Okay, bis dann. Tschüss.